Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der redet, so wie wir es gerade gesungen haben. Wir wollen deine Stimme jetzt hören, wenn wir dein Wort öffnen, wenn wir darin lesen. Und das beten wir für uns, aber auch für diese ganz kleinen Herzen. Zeige du ihnen, wer du bist, wenn sie gleich in deinem Wort zusammen lesen. Und segne auch uns, wenn wir uns hier jetzt mit harten Texten befassen, mit Geboten, mit Dingen, die so weit weg für uns wirken. Bitte segne uns dabei und hilf uns, deine Stimme heute Morgen zu hören. Amen. Patrick hat euch schon vorgewarnt, Gebote, jede Menge Gebote und Gesetze, darum soll es heute Morgen gehen. Ich dachte, ich mache das ein bisschen einfacher für euch, indem ich euch ein kleines Spiel am Anfang mitbringe. Ihr müsst nichts machen, nur ein bisschen mitdenken. Ich habe 6 Gesetze für dich mitgebracht. Ich will, dass du mal überlegst, welches dieser Gesetze ist nicht echt. Welches dieser Gesetze habe ich mir vielleicht nur ausgedacht, okay? Erstens, in Thailand ist es illegal, sich an eine Tür anzulehnen. Zweitens, auf Hawaii ist es illegal, sich eine Münze ins Ohr zu stecken. Nummer 3, in Arizona, also Amerika, ist es gesetzlich verboten, nach 19 Uhr einen Esel in einer Badewanne schlafen zu lassen. Nummer 4, wenn du in Schottland wohnst und jemand, egal wer, auch ein Fremder, egal wer, deine Toilette benutzen möchte, dann bist du gesetzlich verpflichtet, ihm das zu erlauben. Wenn also jemand klopft und sagt, hey, ich muss pinkeln, keine Chance, du musst ihn reinlassen und pinkeln lassen. Fünftens, auf Samoa ist es illegal, den Geburtstag seiner Ehefrau zu vergessen. Ja. Sechstens, ein Schwein darf in Frankreich nicht den Namen Napoleon tragen. Okay. Also, welches von denen ist dir vielleicht besonders ins Auge gestochen, dass du denkst, das habe ich mir nur ausgedacht? Die Wahrheit ist, die sind alle echt. Okay. Kein einziges davon habe ich mir ausgedacht. Die sind wirklich echt. Auch das mit dem Esel in der Badewanne. Wenn ihr den Hintergrund wissen wollt, es gab eine Überschwemmung in Arizona und ein Esel, ohne Witz, war in einer Badewanne, weil er immer da drin geschlafen hat, wurde mit den Fluten mitgerissen und dann flussabwärts getrieben und musste in einer Nacht- und Nebelaktion über mehrere Stunden gerettet werden. Und die Stadt hat sich so darüber empört, dass sie dieses Gesetz erlassen hat und das gilt bis heute. Echt verrückt. Es gibt zahlreiche verrückte Gesetze in dieser Welt. Dinge, die schwarz auf weiß festgehalten wurden, von einer staatlichen Autorität bestätigt, offiziell als sinnvoll erachtet. Es ist wirklich verrückt. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal so mit den Gesetzestexten im Alten Testament beschäftigt hast. Aber ich könnte mir vorstellen, dass manche der Dinge hier in Gottes Wort ähnlich verrückt auf dich wirken. Es gibt zum Beispiel ein Gesetz, nicht in unserem Predigtext, sondern an einer anderen Stelle, dass wenn eine Frau verwitwet wird und der Bruder ihres Ehemanns sie dann heiraten soll, als so eine Art Sozialabsicherung für diese Frau, aber der Mann sich vehement weigert, dann soll sie ihn nehmen an der Hand, ihn außerhalb der Stadt führen, ihn hinstellen, seinen Schuh von seinem Fuß nehmen, ihn ins Gesicht schlagen und ihn anspucken. Das hat Gott so angeordnet. Es ist wirklich verrückt. Und man liest diese Dinge und man fragt sich, warum, Gott? Warum denkst du dir solche Dinge für dein Volk aus? Und wir werden einige Dinge heute Morgen auch sehen, die verrückt sind. Und vielleicht, wenn du in unserer WhatsApp-Gruppe bist und den Predigtext schon mal da gesehen hast und reingeschaut hast, dann hast du auch manches vielleicht entdeckt. Wir haben letzte Woche uns mit den 10 Geboten beschäftigt. Die sind nicht verrückt, die sind relativ einleuchtend. Und wenn du da warst, dann weißt du, ich habe letzte Woche 35 Minuten gepredigt über 10 Gebote. Patrick hat es schon angekündigt, 100 Gebote. Das wird also 10-mal so lange dauern. Okay, 350 Minuten, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das sind. Keine Angst, das ist nicht, was wir machen werden. Wir schauen uns nicht jedes Gebot an, sondern unser Predigtext, 2. Mose 20 bis 24, diese 4 Kapitel. Wir schauen uns einige Dinge an. Ich will euch so den Überblick geben über diese Gebote und dabei will ich dir etwas zeigen. Und zwar, welche Rolle Gottes Gebote in deinem Leben eigentlich einnehmen sollen. Und das sind genau 3 Dinge. Gottes Gebote sind ein Porträt, eine Karte und ein Spiegel.
Hey, also wenn du dich irgendwann in dieser Predigt vielleicht verlierst, halte daran fest. Porträt, Karte, Spiegel. Merk dir diese Dinge, dann wirst du dich immer wieder neu hier zurechtfinden heute Morgen. Das erste ist, Gottes Gebote sind ein Porträt. Ein Bild von etwas. Sie zeigen dir etwas. Das ist ein Prinzip, das wir bei den 10 Geboten letzte Woche auch schon entdeckt haben. Dadurch, dass Gott seinem Volk sagt, was er will, offenbart er auch, wer er ist. Dadurch, dass er seine Wünsche äußert, dadurch, dass er sagt, wie das Leben aussehen soll, zeigt er gleichzeitig, wer er eigentlich ist. Und in diesen ganzen Geboten, in diesen 4 Kapiteln, die uns hier vorliegen, gibt es 2 Dinge, die Gott immer wieder betont, die immer wieder so hervorstechen, einem ins Auge stechen. Und zwar, Gott ist barmherzig und Gott ist gerecht. Das wird in diesen 4 Kapiteln immer wieder deutlich. Zum Beispiel sagt Gott in einem dieser zahlreichen Gebote, unterdrückt die Fremden bei euch nicht. Er sagt also, hey Israel, wenn ihr irgendwann in eurem Land angekommen seid, ein Volk seid und so wirklich angekommen seid und dann kommen Ausländer zu euch, Menschen aus anderen Völkern, anderen Kulturen, wenn sie bei euch auftauchen, unterdrückt sie nicht. Und dann sagt Gott weiter, beutet auch die Schwachen nicht aus, benachteiligt die Witwen und die Waisen nicht, plündert die armen Menschen, diejenigen, die weiter unten sind finanziell, die gebeutelt sind vom Leben, plündert diese Menschen nicht aus. Gibt ihnen keine Kredite mit hohen Zinsen, sagt Gott dann zum Beispiel. Und dann sagt er seinem Volk in Kapitel 22, Vers 22, wenn ihr das doch tut, wenn ihr sie ausbeutet, wenn ihr sie unterdrückt und sie dann zu mir um Hilfe schreien, dann werde ich sie ganz sicher erhören. Und dann begründet er das in Vers 26 weiter. Er sagt, ich werde sie erhören, denn ich bin barmherzig. Gottes Volk soll Barmherzigkeit leben, weil Gott barmherzig ist. Dieses Land Israel, was Gott jetzt seinem Volk geben wird, der Ort, wo sie wohnen sollen, das soll ein Ort sein, wo Menschen Hilfe erfahren, ein Ort, wo Menschen zugerüstet werden, ein Ort, wo armen Menschen geholfen wird, wo Schwache aufgebaut werden, nicht wo man ausgebeutet und unterdrückt wird. Und Gott macht seinem Volk hier ganz klar, wenn ihr anfangt, Schwächere auszubeuten, wenn ihr anfangt, arme Menschen zu unterdrücken, dann glaubt nicht, ich stehe auf eurer Seite. Das tue ich da nicht. Ich stehe auf ihrer Seite, weil ich barmherzig und gnädig bin. Dann werde ich euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Aber nicht nur Gottes Barmherzigkeit wird durch diese Gebote hier betont, sondern auch seine Gerechtigkeit. Die zeigt sich hier auch. Denn was bei all diesen Geboten grundsätzlich passiert ist, Gott geht in diesen 4 Kapiteln durch verschiedene Lebensbereiche im Volk Israel. So, er geht so durch das praktische Leben durch und überlegt und schreibt über richtig alltäglich wichtige Themen. So, was passiert, wenn ich ein Loch grabe und die Kuh meines Nachbarn fällt hinein? Was passiert, wenn meine Kuh einen schlechten Tag hat und jemanden tot trampelt? Was passiert, wenn meine Kuh zum Nachbarn rüberwandert und sein Gras wegfrisst? Ihr merkt sehr viel mit Kühen, weil das die Alltag des Volkes damals war. Gott geht durch die Praxis, durch das Leben, durch ihr Leben hindurch mit Beispielen aus ihrer Lebenswelt, aus ihrer Erfahrungswelt und er zeigt ihnen, wie sie Gerechtigkeit walten lassen sollen, wie sie leben sollen als Menschen, die gerecht sein wollen. Ein paar Beispiele davon, Gott sagt hier, wenn jemand verprügelt wurde, dann muss seine Krankenpflege bezahlt werden. In 21, Vers 18, und dann sagt er, falls der Geschlagene aufsteht und draußen an einem Stab umhergeht, dann soll der Schläger straffrei bleiben, nur muss er ihn für die Zeit seines Daheimsitzens entschädigen und für seine völlige Heilung sorgen. So soll Gerechtigkeit passieren, wenn die Ungerechtigkeit einer Prügelei passiert ist.
Derjenige, der den anderen geschlagen hat, muss sich um ihn kümmern, muss auch Ersatz leisten, wenn er bei der Arbeit ausfällt, zum Beispiel, bis es ihm wieder gut geht. Oder ein anderes Beispiel, Gott sagt, wer ein Feuer anzündet, der ist dann auch für dieses Feuer verantwortlich. Du kannst nicht einfach ein Feuer anzünden und weggehen. Du musst es beobachten und im Blick behalten. Und dann erklärt er, 22 Vers 5, entzündet sich durch ein Feuer Gestrüpp, die Flammen greifen auf ein benachbartes Feld über und vernichten dort Garben, stehendes Getreide oder junge Ähren. Dann muss derjenige Schadenersatz leisten, der das Feuer angezündet hat. Wieder merkst du, es ist Ungerechtigkeit passiert durch Sachbeschädigung oder durch grobe Fahrlässigkeit und Gott sorgt wieder für Gerechtigkeit, indem er sagt, so sollt ihr mit dieser Situation umgehen. Gott zeigt seinem Volk, wie Gerechtigkeit bei ihnen aussehen soll. Und dafür gibt er ihnen auch ein Prinzip mit. Ein Prinzip, das du wahrscheinlich schon mal gehört hast. Die meisten Menschen, auch wenn sie die Bibel nicht ganz so gut kennen, kennen komischerweise dieses Prinzip. 21, Vers 24, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. Hier geht es nicht um Rache. Hier geht es nicht um, wie du mir, so ich dir. Das zahle ich dir heim. Das macht Jesus auch in seiner Auslegung der Gebote mehr als deutlich, wenn er sagt, nein, wenn jemand auf die Wange schlägt, dann halte ihm die andere Wange auch noch hin. Es geht nicht um Rache, es geht um Gerechtigkeit. Das hier ist die Anleitung, wie das Strafsystem im Volk Gottes funktionieren soll. Und da geht es nicht um ein barbarisches Umsetzen. Im Israel werden nicht Augen ausgerissen, Zähne gezogen oder Hände abgehackt. Es geht darum, dass die Strafe dem Vergehen gemäß sein muss. Es muss ein Ausgleich geschaffen werden. Gerechtigkeit muss walten. Und das ist oft in den Geboten in Form von finanzieller Entschädigung. Wenn jemand was klaut, muss er es zurückgeben und sogar doppelt oder dreifach, je nachdem unter welchen Umständen. Es geht darum, dass Gerechtigkeit geschieht. Das ist, was Gottes Volk ausmachen soll. Gott zeigt sich hier also als der Gerechte und als der Barmherzige. Diese Gebote in Kapitel 20 bis 24 sind ein Porträt seines Wesens. Gott sagt seinem Volk, macht kein Bild von mir, bloß nicht. Aber er zeigt ihnen, wer er ist, indem er ihnen diese Gebote gibt. Aber die Gebote erfüllen noch zwei weitere Rollen, die hinzukommen, die wir jetzt noch als nächstes anschauen wollen oder die ich dir als nächstes zeigen will. Das erste dann, oder also das nächste ist, Gottes Gebote sind wie eine Karte. Gottes Gebote sind eine Karte. Wenn du jünger bist als ich, dann kennst du das wahrscheinlich nicht, würde ich mal behaupten. Also nicht so richtig. Es ist aber gar nicht so lange her. Früher hatte eigentlich jeder eine Karte im Auto liegen, so im Handschuhfach. Das hat man einfach gebraucht. So, wenn du Urlaub gemacht hast, wenn du eine längere Fahrt machen musstest oder so und wissen musstest, wo geht's eigentlich lang? Wo muss ich dann am Ende die Autobahn verlassen? Wie komme ich nach Hamburg oder nach Schweden oder wo auch immer ich hin möchte. Du musstest dich orientieren, eine Route planen. Es gab so eine ganz kurze Phase in der Menschheitsgeschichte, da hat man das über Google gesucht und dann ausgedruckt und mitgenommen. Aber das war nur ganz kurz. Normalerweise war es immer, eine Karte dabei zu haben. Und wenn du jünger bist als ich, dann kennst du wahrscheinlich nur das hier, aber es funktioniert auch. In 500 Metern links abbiegen, das Ziel befindet sich rechts. Ja? Viel einfacher, gleiches Prinzip. Ob Karte oder Navigationssystem, das Prinzip ist das gleiche. Es gibt eine Lösung für das einfache, uralte Problem. Wir Menschen brauchen Orientierung. Wenn wir ein Ziel erreichen wollen, muss uns jemand sagen, wie wir da hinkommen. Wir müssen wissen, wo es lang geht. Und deswegen gibt Gott seinem Volk Gebote. Erstmal diese 10 Gebote als große Zusammenfassung, als großer Pfeil für das Leben.
Und dann diese vielen weiteren Gebote. Und diese vielen weiteren Gebote sind diese Fallbeispiele. Letztlich Erklärungen zu den 10 Geboten, wo Gott die Details nochmal verfeinert, damit sein Volk ausgerüstet ist für das tägliche Leben. Also Gott gibt zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht töten. Relativ einfach. Aber was ist mit Notwehr? Da sagt Gott dann, gibt er ein Beispiel, 22 Vers 1. Wenn ein Einbrecher bei Nacht auf frischer Tat ertappt wird und so geschlagen wird, dass er stirbt, dann ist der, der ihn getötet hat, kein Mörder. Gott gibt also ein Beispiel, damit wir die Gebote besser verstehen können. Andere Beispiele, die man findet, sind, das habe ich vorhin erwähnt, was ist, wenn ich jemanden ermorde, wenn ich jemanden ermordet habe, sondern meine Kuh das gemacht hat? Wenn sie einen schlechten Tag hat und jemanden tot trampelt, was passiert dann? Bin ich dann verantwortlich und Gott sagt, 21 Vers 28, nein, dann muss die Kuh gesteinigt werden. Und dieses Detail finde ich der Hammer, ihr Fleisch darf nicht gegessen werden. Sie soll verrotten. Soll nicht etwas Gutes aus dieser Tat plötzlich hervorgehen. Aber es ist interessant. Also Gott klärt das Problem, löst das Problem mit einer Kuh. Aber Gott sagt nicht, was passiert, wenn es ein Pferd war. Oder ein Löwe, wenn jemand einen Löwe hat. Oder ein Kaninchen. Das wäre ein abgefahrener Fall. Gott sagt nicht jedes einzelne kleine Detail. Er geht nicht den ganzen Zoo durch, nur um seinem Volk zu zeigen, wie sie mit einer solchen Situation umgehen sollen. Sondern er gibt ihnen einzelne Beispiele, damit sie lernen können, die komplizierten Lebensfragen zu beantworten. Damit sie lernen können, mit den Problemen, die in dieser Welt auf sie zukommen werden, dann umzugehen. Und deshalb sollen sie diese Gebote kennen und darüber nachdenken. Und dann müssen sie die Übertragung schaffen, wenn eine neue Situation kommt, zu überlegen, okay, wie passen die Gebote jetzt genau dahin, damit ich gerecht und barmherzig handeln kann in dieser Situation. Sie müssen letztlich in Weisheit wachsen, in der Anwendung der Gebote wachsen, sie auf verschiedene Situationen übertragen. Denn Gottes Gebote, wie eine Karte, wie ein Navigationssystem, helfen ihnen in einer verlorenen, sündigen Welt, den Weg der Gerechtigkeit zu finden. Es ist nicht immer einfach, manchmal nicht immer klar. Dafür gibt er ihnen diese Karte. Und das ist heute für uns nicht anders. Das gilt damals wie heute. Es gibt zahlreiche Dinge, die in der Bibel einfach nicht vorkommen. Ich gebe dir mal ein paar einfache Beispiele. Okay, in der Bibel wird nicht erwähnt und kommt nicht vor. Videospiele, Social Media, Zigaretten, Arbeitslosengeld, das Internet, alle möglichen Drogen, die Presse, Altenheime. Und ich könnte noch 20 weitere Dinge aufzählen. Du könntest wahrscheinlich 30 weitere Dinge aufzählen. Es gibt so viele Dinge, die in der Bibel einfach nicht vorkommen, die nicht erwähnt werden, für die es in der Sprache der Bibel nicht mal Vokabeln gibt. Die Dinge kommen nicht vor. Aber schau mal, was die Bibel über sich selbst sagt und über dieses Thema. 2. Timotheus, Kapitel 3, 16 und 17. Die ganze Schrift, die Bibel, ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und dann kommt es, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Gott rüstet dich mit der Bibel für jedes gute Werk aus, das er in deinem Leben sehen möchte. Verstehst du, die Bibel sagt dir nicht alles, was es zu wissen gibt. Es gibt viele Dinge, über die sie nicht spricht, aber die Bibel sagt dir alles, was du wissen musst, um ein gottgefälliges Leben zu führen. In der Hinsicht lässt dieses Buch keine Fragen offen, damit der Mensch Gottes zugerüstet oder richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und so ist es bei den Geboten hier in Kapitel 20 bis 24 auch. Diese Gebote sind nicht allumfassend,
aber sie beleuchten verschiedene Lebensbereiche und zeigen Gottes Volk damit die Richtung, in die sie leben sollen, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Und das gilt auch für uns. Selbst bei Geboten über freilaufende Kühe, auch wenn wir keine Kühe mehr haben, die Prinzipien dahinter gelten auch dann für uns. Du bist verantwortlich für dein Leben und dein Handeln und auch für die Dinge, die dir gehören, zum Beispiel. Aber jetzt schauen wir uns das nochmal, gehen wir nochmal ein bisschen detaillierter ran. Kapitel 20 bis 24, bei all den Geboten, bei all den Lebensbereichen, die abgegrast werden, gibt es zwei Lebensbereiche, die ich besonders wichtig finde, über die Gott spricht. Oder es sind zumindest zwei Lebensbereiche, die wir, finde ich, nicht einfach ignorieren sollten. Der erste Lebensbereich, über den Gott auch spricht, betrifft das ungeborene Leben eines Menschen. Babys im Leib ihrer Mutter. Bei diesen Fallbeispielen gibt Gott nämlich seinem Volk auch ein Beispiel, das man eigentlich als weit hergeholt bezeichnen könnte. Du wirst es gleich merken, das ist schon ein verrücktes Szenario, was Gott hier beschreibt. Und zwar bei dem Thema Körperverletzung und Mord stellt sich die Frage, was ist mit Kindern im Mutterleib? Wie sieht es da aus? Und Gott sagt dazu, Kapitel 21, Abvers 22, wenn Männer sich raufen, so wenn zwei Männer sich prügeln und dabei eine schwangere Frau stoßen, so dass ihr die Leibesfrucht abgeht, aber kein weiterer Schaden entsteht, so muss dem Schuldigen eine Geldbuße auferlegt werden, je nachdem, wie viel ihm der Ehemann der Frau auferlegt, und er soll nach dem Ermessen von Schiedsrichtern geben. Also wenn Männer sich prügeln und dabei eine schwangere Frau so stoßen, dass das Kind ohne Schaden zur Welt kommt, frühzeitig, aber am Leben, dann gibt es eine Geldstrafe für diese Unannehmlichkeit, sagen wir es mal so. Aber dann sagt Gott weiter, Vers 23 bis 25. Falls aber ein weiterer Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. Ist dir klar, was Gott hier macht? Er stellt das Leben eines ungeborenen Menschen auf die gleiche Stufe wie das eines geborenen Menschen. Er macht da keinen Unterschied. Das Leben beginnt nicht erst mit der Geburt. Und der Wert eines Menschen beginnt nicht damit, dass er selbstständig atmen kann. Deshalb heißt es auch an anderen Stellen, Psalm 139, Vers 13 zum Beispiel, Gott, du hast alles in mir oder an mir geschaffen. Du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Das Leben eines Menschen ist wertvoll, unheimlich wertvoll, egal wie klein es ist, egal wie früh es ist. Der zweite Lebensbereich, über den Gott hier spricht, dem wir nicht ausweichen wollen, ist Sklaverei. 21, Vers 1, sagt Gott, wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er 6 Jahre dienen, im 7. Jahr aber soll er umsonst frei ausziehen. Und dann folgt ein ganzer langer Absatz über Sklaverei, wie es funktionieren soll, wie es geregelt sein soll in Gottes Volk. Also Gott regelt hier tatsächlich Sklaverei in seinem Volk. Und dabei gibt er Sklaven einige Rechte. Zwei davon sind besonders wichtig. Das eine habt ihr gerade gesehen. Der Sklave soll nach 6 Jahren kostenlos freikommen. Außer er besteht darauf, in der Familie zu bleiben, wo er wohnt oder angestellt ist. Dann gibt es Wege, dass er quasi einen Vertrag abschließt und dann für den Rest seines Lebens dort
bleibt. Aber grundsätzlich, erstens, der Sklave soll nach 6 Jahren kostenlos freikommen dürfen. Und zweitens, wenn ein Sklave geschlagen wird, so dass er einen körperlichen Schaden erleidet, also wenn er einen Zahn verliert zum Beispiel oder ein Auge verliert, dann kommt er auch sofort frei. Und das sind Dinge, gerade diese beiden Dinge, aber generell, das sind Dinge, die zur damaligen Zeit völlig revolutionär sind. Rechte für Sklaven, sowas gibt es vorher nicht. Aber es wirft schon eine Frage auf, oder? Warum verbietet Gott es nicht einfach? Du sollst keine Sklaven haben. Punkt. Sparen wir uns 20 Verse über dieses Thema. Warum verbietet er es nicht einfach? Und um ehrlich zu sein, kann ich dir das nicht genau sagen. Ich kann dir keine 100% zufriedenstellende Antwort geben, warum Gott nicht damals schon noch revolutionärer war und einfach gesagt hat, Schluss, ihr macht das nicht. Was ich dir aber sagen kann, ist, nur weil Gott etwas in seinen Geboten regelt, bedeutet das nicht, dass er es gut heißt. Es ist ähnlich wie bei dem Thema Scheidung. Scheidung wird auch in den Geboten geregelt, wie es ablaufen soll, wer welche Rechte hat in einer solchen Situation. Aber das ist nicht, weil Gott Scheidung gut heißt, weil es etwas ist, das er sich für sein Volk wünscht. Und wenn man anfängt, die Gebote in dieser Weise anzuschauen, merkt man, das trifft auf ziemlich viele Gebote zu. Gott regelt unheimlich viele Dinge in seinem Volk, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Es sollte sowas wie Körperverletzung gar nicht geben. Es sollte sowas wie Mord gar nicht geben. Es sollte sowas wie eine Vergewaltigung gar nicht geben. Es sollte sowas wie Diebstahl gar nicht geben. Aber Gott weiß auch, es wird passieren. Sein Volk wird diese Dinge tun. Dieses sündige Volk in einer sündigen Welt wird sich mit Sünde beschäftigen. Und deshalb gibt er ihnen Gebote, damit sie sich in dieser Welt zurechtfinden können. Er gibt ihnen Anweisungen, wenn es doch passiert, wenn das passiert, dann macht das, dann geht so damit um, damit das Leben zusammen funktionieren kann. Aber nur weil Gott etwas regelt, bedeutet das nicht, dass er es einfach gut heißt. In der damaligen Welt war Sklaverei etwas vollkommen Alltägliches und Normales. Und deshalb gibt Gott auch diese Gebote dazu. Übrigens ist das heutzutage nicht weniger üblich. Du wirst es vielleicht nicht unbedingt glauben können, wollen, vielleicht auch nicht hören wollen, aber es ist heute nicht anders. Es ist tatsächlich so, dass es heute mehr Sklaven gibt als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Jetzt könntest du natürlich schlauerweise sagen, ja, aber es gibt ja auch viel mehr Menschen als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und dann gleicht sich das vielleicht aus. Vielleicht. Aber das macht es nicht weniger tragisch. Es gibt weltweit 40 Millionen Menschen, nach vorsichtigen Schätzungen, die in moderner Sklaverei gefangen sind. Das sind mehr Menschen, als Kanada Einwohner hat. 3/4 davon sind Frauen. 1/4 davon sind Kinder. Es ist eine absolute Abscheulichkeit, eine Realität in einer verlorenen Welt. Wisst ihr, manchmal schmücken wir uns fast damit, als fortschrittlicher Westen, dass wir sagen, ja, bei uns nicht. Nein, wir haben Sklaverei abgeschafft. Aber die Wahrheit ist, wir haben sie weniger abgeschafft und vielmehr outgesourced. Es ist halt nicht mehr in deinem Haus, es ist nicht mehr vor deiner Tür, es ist nicht mehr sichtbar für dich. Es ist immer noch da. Es ist eine Abscheulichkeit, über die man nicht gerne spricht, die man nicht gerne in den Blick nimmt, was uns zu der dritten Rolle führt, die Gottes Gebote in deinem Leben einnehmen will. Gottes Gebote sind nicht nur ein Porträt, nicht nur eine Karte, sie sind drittens ein Spiegel. Wisst ihr, ich habe mal bei Freunden übernachtet
und bin morgens ins Bad gewatschelt, um mich fertig zu machen. Und dann habe ich gesehen, die haben im Bad einen Spiegel. Und ich meine nicht einen normalen Spiegel, den jeder im Bad hat, sondern die hatten so einen richtig schicken, modernen, abgefahrenen Spiegel. Es war so ein kleiner, runder Spiegel, vielleicht kennst du sowas auch, mit einer eingebauten Tageslichtlampe, fast wie so ein Scheinwerfer auf dein Gesicht. Und es war so ein Spiegel, der ein bisschen gewölbt ist, so dass er alles vergrößert, wenn du da reinguckst. Und ich bin dann ins Bad gegangen und das Erste, was ich halt mache, ist mich rasieren morgens. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich den Spiegel, um mich zu rasieren. Habe da reingeguckt und habe dann erstmal so gedacht, was ist denn das? Ach ja, das ist mein Gesicht. So. Dieser Spiegel zeigt dir nämlich alles. Gnadenlos die volle Wahrheit. Jede kleine Falte, jede Delle, jeder Riss, jede Unreinheit, jede Spur, die das Leben in deinem Gesicht schon hinterlassen hat. In voller Auflösung. Also, es ist dein Gesicht in 4K im Prinzip. Das ist nicht schön, muss ich sagen. Nützlich vielleicht, aber nicht unbedingt schön. Und Gottes Gebote sind nicht anders. Genau das machen sie mit dir auch. Sie zeigen uns ganz genau, wer wir sind. Und jetzt schau dir mal das Muster an, was deutlich wird in Kapitel 20 bis 24. 21, Vers 12. Wer einen Menschen so schlägt, dass er stirbt, muss getötet werden. 21, 15. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, muss getötet werden. 21, 16. Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass er ihn in seiner Gewalt gefunden wird, dann muss er getötet werden. 17. Wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, muss getötet werden. 29. Falls aber das Rind schon vorher auf Menschen losgegangen ist und der Besitzer es trotz Warnung nicht eingesperrt hat, muss das Tier gesteinigt werden und auch sein Besitzer muss getötet werden. 22, 17. Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. 18. Jeder, der bei einem Tier liegt, muss getötet werden. 19. Wer den Göttern opfert, außer dem Herrn allein, soll mir übereignet werden und sterben. Immer und immer und immer und immer wieder. Wer Gottes Gebote bricht, muss sterben. Ihr Lieben, die Gebote zeigen uns, wer wir sind. Gottes Gebote offenbaren dein Herz wie ein Spiegel, in den du eigentlich gar nicht reinschauen willst. Es offenbart dein Herz. Götzendienst, Mord, Ehebruch, Betrug, Unzucht, Diebstahl, Gewalttätigkeit und so viel mehr. All diese Dinge wohnen darin. Sie sind da, in deinem Herzen und in meinem Herzen. Und wenn wir die Gebote lesen, dann merken wir, wie sie uns überführen. Denn all diese Dinge, sie bestimmen unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, unser Reden, unser Handeln und der Preis dafür ist unser Leben. Ein Todesurteil schwebt über dir und das siehst du, wenn du Gottes Gebote anschaust. Ein wenig später in 5. Mose 27, 26 bringt es Gott so auf den Punkt. Verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote dieses Gesetzes beachtet und befolgt. Keiner von uns hält sich an alle Gebote Gottes. Keiner. Wir stehen alle unter diesem Fluch. Er trifft uns. Natürlich können wir die Augen davor verschließen und einfach weiter durch das Leben wandern, aber das löst das Problem nicht. Und wenn wir es doch wagen, in den Spiegel zu sehen, wenn wir Gottes Gebote anschauen, dann merken wir es. Dann sehen wir es. Verflucht. Tod. Das ist das Urteil, das über uns steht. Wir stehen alle unter diesem Fluch. Aber ihr Lieben, von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen hat. Denn es steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Die Gebote Gottes überführen uns. Aber den Fluch, den hat ein anderer getragen.
Ein anderer hat es auf sich genommen. Jesus, als er sich ans Kreuz hat schlagen lassen für dich und für mich. Er ist in unseren Tod hineingegangen. Er ist an unserer Stelle gestorben. Er hat unseren Fluch getragen und uns das Leben geschenkt. Weißt du, die Gebote sind wie die Diagnose und das Kreuz ist das Heilmittel dafür. Wie ein Spiegel, der alles offenbart, wo du zurückschreckst, wenn du da reinschaust und eigentlich willst du es gar nicht sehen. Du willst lieber weiter diese Illusion leben, ah, so schlimm bin ich eigentlich gar nicht. Lieber einfach so weiter so tun, ja, ich habe meine Macken, aber so im Großen und Ganzen meister ich ja irgendwie das Leben. Wer will schon ehrlich zugeben, dass das Bild, das hier deutlich wird, wenn wir in Gottes Gebote hineinschauen, wirklich wahr ist? Dass wir so sündig sind, wie Gott es sagt? Es ist wie ein Spiegel, der alles offenbart, aber so schuldig, so verloren, so entstellt das Bild im Spiegel auch ist, wenn du dort hineinschaust. Dieses Bild ist geliebt. Ist dir klar, dass das, was du siehst, wenn du dich ernsthaft damit beschäftigst, wer du eigentlich im Lichte Gottes bist, wenn du deine Sündhaftigkeit und Verlorenheit in den Blick nimmst, wenn du das anschaust, was du vor aller Welt bloß verstecken willst, was niemand anders sehen darf, was niemand anders über dich wissen soll, diese tiefsten Geheimnisse, vergraben und versteckt hinter einem riesigen Berg voller Scham. Wenn du das mal wirklich in den Blick nimmst, dann kann ich dir sagen, Jesus sieht das auch. Er sieht es sogar noch deutlicher als du. Und weißt du was? Er wendet sich nicht ab. Ich habe gesagt, als ich in den Spiegel geguckt habe, bin ich zurückgeschreckt. Als Jesus dich angeschaut hat, ist er nicht zurückgeschreckt. Er ist auf dich zugekommen. Er nimmt dich in den Arm. Er liebt dich. Er will dir vergeben. Er will dich reinwaschen von all deiner Schuld. Er stößt dich nicht ab. Er zieht dich zu sich hin. Das ist es, wer er ist. Dieser Spiegel der Gebote Gottes wäre eine schreckliche Sache ohne das Kreuz. Aber mit dem Kreuz, mit dem Evangelium wird aus diesem Spiegel etwas Wunderbares. Denn je mehr wir erkennen, wie verloren wir sind, desto mehr erkennen wir, wie sehr Jesus uns eigentlich liebt. Seine Liebe zu dir ist so groß, so weit, so tief, dass er dich wirklich sieht, so wie du bist, und er nimmt dich an. Er hat dich gesehen und gesagt, jawohl, für diesen Menschen, für diesen verlorenen, kaputten, entstellten Menschen gehe ich ans Kreuz, gebe ich mein Leben, weil ich ihn liebe. Gottes Gebote erfüllen also diese drei Rollen in deinem Leben. Sie sind ein Porträt, eine Karte, ein Spiegel. Sie zeigen dir, wer Gott ist, wie du leben kannst, wer du bist. Ich würde sagen, wir beten noch zusammen. Lass uns beten genau dafür. Vater, du weißt, wie oft wir uns dagegen wehren, wie schnell wir dein Wort aus dem Blick verlieren, wie schnell wir uns davon ablenken lassen und dann doch nicht uns damit beschäftigen, nicht darin lesen, nicht darüber nachdenken. Und wir beten darum, dass du uns ziehst zu dir in der nächsten Woche, dass wir Hunger danach haben, in dein Wort hineinzuschauen, deine Gebote auch zu lesen, unser Leben in das Licht deines Wortes hineinzustellen. Und da beten wir darum, dass diese drei Dinge auch passieren, dass wir dich erkennen, dass wir lernen, unser Leben zu meistern und dass wir uns selbst erkennen. Bitte schenk du das in deiner Gnade, Herr. Amen.